Götze freut sich für Reus. Der Mittelfeldstar des FC Bayern gratuliert seinem Freund Marco Reus zu dessen Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund. Ja, Marco ist ein guter Freund von mir und wir hatten auch Kontakt in der Zeit. Ich denke, dass es seine persönliche Entscheidung ist und die hat jeder zu respektieren. Und ich freue mich für ihn, solange er glücklich ist, ist alles gut. Ich werde ihn bei der Nationalmannschaft sehen und das ist jedem selbst überlassen, welche Entscheidung er trifft. Reus unterschrieb beim BVB einen neuen Kontrakt bis 2019. Der 25-Jährige spielt seit 2012 für die Schwarz-Gelben und erzielte in 108 Pflichtspielen insgesamt 50 Tore. Preetz vertraut Dardai. Herthas Manager hat sich im Abstiegskampf gegen ein Ultimatum für Trainer Paul Dardai ausgesprochen. Er habe das Trainerteam beobachtet, es arbeite sehr gut. Auf eine Trainerdiskussion lasse er sich nicht ein, sagte Preetz der Bild. Man müsse es miteinander schaffen, es gehe nur so. Die halbe Liga sei im Abstiegskampf, man habe es also selber in der Hand. Die Berliner stehen nach dem 21. Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz. Und ein dreifach donnerndes Hello, der Trainerwechsel von Mainz 05 und Fasnacht. Klar, da amüsiert sich die ganze Republik drüber. Aber wenn man den Verlauf der letzten Wochen sieht, dann kann man das durchaus nachvollziehen. Denn Mainz hat in den vergangenen 13 Spielen nur ein einziges Mal gewonnen und ist in diesem Abschnitt Tabellenletzter. Die Gefahr des Abstiegs riesengroß und deshalb jetzt also die Notbremse an Fasnacht. Ja, das ist der höchst heilige Feiertag der Mainzer, der Rosenmontag. Und da gab es schon einmal eine solche Aktion, nämlich mit Jürgen Klopp vor genau 14 Jahren. Und wie das geendet ist bei Mainz 05, das ist natürlich klar. Ob das sich wiederholen lässt, ist stark zu bezweifeln. Allerdings vielleicht der Rettungsanker gerade noch zur rechten Zeit geworfen. Und damit nach Hallermarsch aus Mainz. Juhlmann entlassen. Der FSV Mainz 05 hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Kasper Juhlmann getrennt. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Die Nachfolge tritt der bisherige U23-Coach Martin Schmidt an. Juhlmann war erst im vergangenen Sommer als Nachfolger von Thomas Tuchel angetreten. Mit den Mainzern holte er aus den letzten 13 Spielen lediglich einen Sieg.